Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zum Ezra Let's Play. Es gab ja jetzt 2 Tage Pause, für mich gab es sogar eine längere Pause. Ich habe nämlich 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Ich habe nämlich viel im Voraus produziert. Für euch gab es jetzt 2 Tage Pause, ich denke mal, das sollte auszuhalten sein. Denn jetzt gibt es ja zum Glück wieder Ezra und ja, ihr habt mir auch viele Kommentare geschrieben. Darunter waren noch einige Themenvorschläge, also ich freue mich natürlich immer über Kommentare. Und natürlich auch über Themenvorschläge, so weiß ich ja, über was ich reden soll, was euch gefällt. Und da habe ich einfach mal ein paar rausgesucht, die sehr interessant sind, über die man auch reden kann. Über die werde ich gleich reden, aber erstmal werde ich euch sagen, was wir machen werden. Und zwar werden wir Holz mitnehmen. Und mit diesem Holz werden wir uns aufmachen zum Ezra-Schloss oder zum Himmelschloss oder wie auch immer. Und da möchte ich auch noch was zu sagen. Viele haben das mit dieser Staffel falsch verstanden. Ich habe ja gesagt, es wird so gesehen eine 2. Staffel geben. Damit meine ich eigentlich überhaupt nicht, das habe ich aber auch so explizit im Video gesagt und sollte eigentlich auch deutlich werden, dass ich eine neue Welt anfange. Das werde ich nicht tun, sondern ich werde lediglich in der 1. Staffel so gesehen das Ezra-Schloss zu Ende bauen und dann praktisch so nach 200 Folgen 1 Staffel beenden. Weil dann ist auch bei YouTube eine Playlist voll, das nenne ich dann einfach Staffel 1. Aber so Auswirkungen darauf, wie das Ganze hier verlaufen wird, also nach dem Motto, wir machen eine neue Welt, wir machen keine neue Welt, da gibt es überhaupt keine Auswirkungen drauf. Alles bleibt beim Alten, alles bleibt so, wie es ist. Und für diejenigen, die sagen, ja, erkunde doch mal, bau dich immer am Schloss rum, denjenigen kann ich nur sagen, dass es mir leid tut, dass ich jetzt aber erstmal noch ein paar Folgen am Schloss rumwerkeln werde. Denn hier am Schloss möchte ich ja auch eigentlich alles soweit fertig haben, bis zum, ja, wenn man so will, Staffel 1 Ende. Da möchte ich ja hier fertig sein mit dem Schloss. Und genau deswegen baue ich hier auch weiter. Und warte ich nicht hier vielleicht noch ein paar Folgen und erkunde zwischendurch. Natürlich wollt ihr auch, dass ich erkunden gehe. Ist ja ganz klar, kann ich selber nachvollziehen. Ich werde auch wieder erkunden. Aber das kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Denn ich habe mir mal jetzt so ein kleines Video angesehen zum Ezra 2.0, was da neu ist, ja, was da vielleicht irgendwie essentielle Spielveränderungen mit sich bringt. Und da wäre auch eine Änderung bei den Dungeons, eine sehr gravierende Änderung zu sehen. Und zwar ist es so, beim Bronze Dungeon, es ist nicht mehr so gehandhabt, dass man einen Slider da hat und dann hat man gewonnen. Sondern ist es so, das ist wirklich ein ganzer Komplex, dieser Dungeon. Also der ist wirklich ziemlich groß. Und der hat dann 3 Mini-Bosse, wenn man so will. Und von denen kriegt man Schlüssel gedroppt. Und mit Hilfe dieser Schlüssel kommt man dann zum Slider. Der Slider ist dann praktisch der Endboss, nachdem man diese 3 Mini-Bosse hatte. Und damit ist der Bronze-Dungeon natürlich wesentlich schwieriger geworden und auch wesentlich anspruchsvoller. Dafür gibt es dann natürlich im Bronze-Dungeon auch wesentlich bessere Belohnungen als vorher. Aber es geht mir halt um dieses neue Dungeon-Prinzip. Und je mehr ich erkunde in dieser alten Ezra-Version, wenn man so will, desto, ja, weniger Gebiet kann ich erkunden, beziehungsweise desto mehr oder weiter muss ich reisen, um neues Gebiet zu erkunden im Ezra 2.0, wenn man so will. Und genau das will ich halt dadurch verhindern, sodass ich eher weniger erkunde. Ich erkunde eher weniger im Moment, damit ich halt beim Ezra 2.0 mehr zu erkunden habe, beziehungsweise nicht so weit reisen muss. Ich will halt verhindern, dass ich da halt so viel dann, wenn man so will, halt erkunden muss. Und ich guck mal gerade, sieht das so nach was aus? Ja, oder? Ja. Und wie gesagt, genau das möchte ich verhindern. Und deswegen gehe ich erstmal nicht erkunden, sondern fahre mit dem Ziel vor, das Ezra-Schloss zu Ende zu bauen. Aber ich werde auch nur noch diese Folge hier am Ezra-Schloss, nicht nur diese Folge, sondern diese Aufnahme am Ezra-Schloss werkeln. Dann werden wir erstmal noch was anderes machen und schon ein bisschen erkunden gehen. So ist es nicht. Aber nur erkunden ist natürlich auch nicht drin, beziehungsweise so viel erkunden, weil halt der Ezra 2.0 auf uns wartet. So, dann mache ich mir noch schnell eine Workbench. Zack. Und setze die dann mal hier schon mal rein. Ich überlege hier, ich baue nur gerade die Häuser. Ich überlege nämlich, was hier für Leute reinkommen. Zum Beispiel ein Schmied oder so, da kommen hier Öfen rein. Das muss ich mir alles noch überlegen. Was ich mir aber nicht überlegen muss, ist, dass die Leute schon eine Tür bekommen sollen. Wäre schon ganz hilfreich, wenn man so eine Tür hat. Ja, so eine Tür, na, die hat schon was. So.
Und hier kommt man dann rein und hier ist aber wegen der Schmied oder so. Ich baue jetzt erstmal aber nur die Vorrichtung, die Häuser. Und wenn er da drin wohnt und was da genau passiert und wer was macht, werden wir dann später festlegen. Und bevor ich hier noch weiter irgendwie vom Thema abschweife oder was anderes erzähle, fange ich doch am besten lieber mit den Themen an. Ich habe 4 Themen am Start. Und ich würde einfach mal sagen, mit was fange ich an? Ich gucke mal auf meinen Zettel. Ja, fangen wir damit an. Okay, wir fangen jetzt an mit dem Thema Nordkorea-Atomtest. Also das wäre jetzt einfach nur das Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich denke mal, ihr habt es höchstwahrscheinlich mitbekommen, war so, dass Nordkorea jetzt ziemlich oft in letzter Zeit in den Nachrichten vertreten ist. Und zwar nicht, weil irgendwie eine tolle Leistung erbracht wurde, also im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Denn Nordkorea hat, wieder des Rechts, wenn man das so will, also Gesetzesbruch begangen werden soll. Also die haben gegen das Gesetz gehandelt und zwar haben, die Atomtests durchgeführt. Wer nicht weiß, was ein Atomtest ist, das kann man ganz einfach beschreiben. Ein Atomtest ist halt, man wirft eine Atombombe ab und testet halt, was die für verheerende Wirkung hat, beziehungsweise was es da halt, für Auswirkungen auf die Umwelt gibt und so weiter und so fort. Das wird halt damit praktisch getestet mit so einem Atomtest. Und genau solche Atomtests wurden durchgeführt. Aber solche Atomtests dürfen natürlich nur im gewissen Maße beziehungsweise überhaupt nicht durchgeführt werden. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, was das für immense Konsequenzen hat für die Umwelt, wenn man da so ein paar Atombomben mal abwirft. Ist ja auch nicht nur so ein kleiner Radius, wo man mal sagen kann, ach, das macht doch nichts, davon ist nur vielleicht ein Quadratkilometer betroffen. Nee, das sind ja immense Flächen, die davon betroffen sind und die dann erstmal für Jahre bzw. für Jahrzehnte unbewohnbar gemacht werden. Also ich glaube nicht, dass das so produktiv ist, wenn man da so viele Atombomben abwirft. Und es ist nicht nur nicht sehr produktiv, sondern es ist halt auch gegen das Gesetz. Und deswegen gab es da sehr viel Aufruhr in den Nachrichten, da der nordkoreanische Diktator halt beschlossen hat, wir werfen halt ein paar Atombomben ab und so weiter und so fort. Und das sollte man natürlich nicht machen, habe ich halt gesagt, Gründe und so weiter und so fort. Und deswegen gab es da halt ziemlich viel Aufruhr in den Nachrichten darüber. Weil, ja klar, das bewegt die ganze Welt, wenn sowas Verheerendes gemacht wird. Und deswegen gibt es da auch ziemlich viel Aufruhr. Und was auch noch sehr interessant ist, das haben aktuelle Entwicklungen so ergeben, es bleibt nicht nur bei Atombombentests oder Atomtests, wie auch immer ihr es nennen wollt, sondern es wurde auch, die Militäreinheiten wurden auch besser gesagt, geprüft, ob sie überhaupt kriegsfähig sind. Denn der Diktator hat dann halt gesagt, wir machen das mal so, wir gehen einfach mal in ausgewählte Militärlager und gucken mal, können unsere Einheiten überhaupt im Krieg bestehen? Sie wurden praktisch, ich weiß nicht, wie es im Artikel genannt wurde, aber sie wurden praktisch auf Kriegsfähigkeit geprüft. Das heißt, würden die im echten Krieg bestehen oder so, da wären die Truppen kriegsüberlebensfähig, wenn man so will. Und ich weiß nicht, das gibt einem schon zu denken übrig. Das ist natürlich nochmal so eine Erweiterung, so ein Schub nochmal so, weil erst wird getestet, inwieweit Atombomben da was zerstören oder was die für Wirkung haben, dann wird noch getestet, inwieweit das Militär denn da einsatzbereit ist. Also ich weiß ja nicht, das gibt einem schon zu denken übrig. Also da muss man sich natürlich auch, nein, nicht das Glas, so, ja, da muss man sich, ich bin ja auch ein bisschen spielfokussiert gerade, da muss man sich natürlich auch immer fragen, inwieweit das überhaupt, inwieweit das zu interpretieren ist, weil wenn man jetzt interpretiert, sie machen einen Atombombentest, sie gucken, wie stark ihr Militär ist, inwieweit das einsatzbereit ist und so weiter und so fort, dann kann man natürlich schon irgendwie zum Entschluss kommen, dass die eventuell einen Krieg anfangen wollen oder ähnliches. Natürlich sind das jetzt nur Vermutungen, man kann natürlich nicht sagen, dass sie einen Krieg anfangen wollen. Wartet mal, die Workbench da, die kriegen wir ja gar nicht. Wartet, ich baue das mal kurz um hier. Ja, natürlich kann man jetzt nicht sagen und direkt einen Vorwurf machen, sie wollen hundertprozentig einen Krieg anfangen. Aber es sind halt so gesehen indirekte Kriegsvorbereitungen, wenn man schon das Militär darauf prüft, ob das, kriegsfähig ist, wenn man so will. Und dann auch noch, schaut, die Atombomben, die wir hier haben, wie viel Schaden machen die und so weiter und so fort. Dann wird man da schon stutzig so als Beobachter und fragt sich, was haben die damit vor?
Und natürlich verfallen dann auch viele Leute in Panik, die sich dann denken, die wollen bestimmt einen Krieg anfangen und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir die Situation geklärt, was passiert ist, also was vorgefallen ist und so weiter und so fort. Aber ich denke nicht, dass das der Sinn des Kommentars war, dass er wissen wollte, was da los ist, sondern er wollte, denke ich mal, wissen, wie ich dazu stehe, derjenige, der das Kommentar geschrieben hat. Ich sage immer den Namen nicht dazu, aufgrund von Anonymität. Ich möchte hier nicht irgendwie den Namen publizieren, auch wenn jeder eigentlich zu seiner Meinung stehen sollte mit dem Publizieren eines Kommentares auf YouTube. Aber auf jeden Fall mache ich das einfach nur aus Anonymitätsgründen, da sage ich den Namen nicht. Und ich gucke gerade, wie ich das hier so mache. So, und dann gibt es hier ein paar Tiere, sowieso nicht so als Streichelzoo will ich hier bauen, sondern, ja, war doch schon so eine Art Streichelzoo. Ich will hier einfach so ein paar Tiere hinbauen. So, auf jeden Fall, meine Meinung zu diesem Atomtest, beziehungsweise zu diesem Verhalten überhaupt Nordkoreas, ich benutze jetzt einfach mal Nordkorea metonymisch, wenn man das so sagen kann, metonymisch, Stilmittel. Weil, oh, da kann ich auch was sagen. Stilmittel machen wir gerade auch wieder in Deutsch. Also Stilmittel ist so ein Thema, da ich schweife nur kurz ab. Wo man wirklich, ziemlich viel hat. Also das ist immer wieder unglaublich, wie vielfältig die Sprache ist. Also, ja, es ist halt so, die Sprache oder die Sprache, Sprachwissenschaft ist schon sehr interessant. Die Sprache ist eine Wissenschaft für sich, wenn man so will, da in der Sprache sehr vieles möglich ist und sehr viele Möglichkeiten geboten werden. Also die Sprache ist schon sehr, sehr interessant und sehr vielfältig. Also wenn ihr euch mal irgendwie, ja, für irgendein Thema interessiert oder wenn ihr sagt, ich habe gerade Langeweile, befasst euch mal mit Sprache. Sprache ist ein sehr interessantes Thema und es ist sehr interessant, wie man durch diverse Stilmittel oder Tonveränderungen, wenn man so will, verschiedene Wirkungen hervorrufen kann. Naja gut, kurzer Exkurs über Sprache und deren Wirkung. Ich kann auch mal gerne ein Thema oder ein Part über das Thema Sprache und deren Wirkung machen, wenn ihr wollt. Aber das in einem anderen Part, also jetzt möchte ich ja noch meine Meinung zu diesem Atomtest und zu dieser, ja, Kriegszustand, Bereitzustandprüfung Dingsen machen. Also, ob die Soldaten auch bereit für den Krieg sind.